ein wunderschöner Tag oder Nacht geht zu Ende auf Keppel Island. In einer Dreiviertelstunde kommt die Fähre, dann ist sie wieder darüber aufs Festland. Und dann geht es heute wieder weiter, ungefähr 450, 500 Kilometer, je nachdem wie die Straßen sind. Und morgen bin ich schon auf Fraser Island. Ich bin jetzt in Rockhampton, weil ich da bei meiner letzten Übernachtung keinen Souvenirshop gefunden habe. Bin ich einfach durchgefahren und wollte jetzt einen Souvenirshop suchen. Weil aber heute Feiertag ist, weil ja gestern der Patriot Day war, der Australian Day war, hat natürlich nichts offen. Jetzt bin ich zum Informationscenter gefahren und habe gefragt, wo noch was ist. Und die haben gesagt, ja, ich soll da zu dem Zoo gehen. Vielleicht, dass ich da was finde, Souvenirshop. Sie können mir halt nicht garantieren, dass da ist. Und dieser Zoo ist gratis. Also nutze ich die Gunst der Stunde und schaue mir noch diesen Zoo an. Die Mädels haben mich gerade angerufen. Sie können einfach nicht mehr leben ohne mich und deswegen müssen sie umdrehen. Nee, Spaß. Das Wetter ist so schlecht bei ihnen, dass sie jetzt umgedreht haben. Und wir haben uns jetzt zusammengeredet. In zwei Tagen sind sie ungefähr wieder bei mir auf meiner Höhe und dann treffen wir sich wieder und dann verbringen wir ein paar Tage wieder gemeinsam miteinander. Ich freue mich richtig. Mit denen hat man wirklich viel Spaß. Und obwohl wir sich so kurz kennen, glaube ich, dass sich da jetzt eine Freundschaft entwickelt hat. Einfach zwei coole Duffy Girls.
bin in meinem Hotel bzw. Motel angekommen. Hinten ist die Rezeption. Es gibt auch einen Pool und so, das fotografiere ich erst morgen, wenn es wieder hell ist. Das Leibende ist, ich nach mir einchecken, hat man gesagt, dass ich direkt vor dem Zimmer einen Parkplatz habe. Habe ich leider gefunden. Nachteil, nachdem ich mit einem Campervan unterwegs bin und das alles da überdacht ist, der Parkplatz, passe ich nicht auf meinen Parkplatz. Da steht mein Campervan. Und wie man sieht, geht sich nicht aus. Da ist mein Zimmer. Und schon eingerichtet. Treppezimmer. Und der Kühlschrank. Kochgelegenheit. Bier habe ich mir auch schon geholt. Schreibe dann noch mein Tagebuch, schaue ein bisschen Fernsehen auf meiner Festplatte und lege mich dann gleich hin. Wir morgen rechtzeitig abgeholt für Fraser Island.